Hey, komm her, komm her! Komm her! Hey! Komm her! Komm her! Weiß jetzt alle davorhin, dass das bayerische Wasser privatisiert werden soll. Aber es noch keiner weiß, auch die bayerische Luft wollen es privatisieren. In Brüssel, die Irrsinnigen. Komm her, jetzt sag dir was. Komm her, ich hab einen Beweis. Komm her. Da, schau auf. Da! Mit dem Riesenpropeller. Da blasen sie es rüber nach Brützel, unsere bayerische Luft. Und deswegen müssen wir es einfangen. Unsere gute bayerische Luft, bevor sie es uns wegprivatisieren, müssen wir es einfangen. Da sei er mit einem orangenen Ballon. Da blasen sie es rein, unsere bayerische Luft. Da ist drin und ganze bayerische Luft, da sei ja, da packt es ein, dass man es mitnehmen kann. Da habe ich jetzt drin meine bayerische Luft. Die gebe ich nicht mehr her, die bleibt für immer an meinen bayerischen Herzen. Riechst das? Unsere gute bayerische, geschmackige Luft, da ist an unten, da ist sie. Riechst das? Geschmackig, erdig, unsere gute bayerische Luft. Und die wollen es privatisieren. Hey, da sei hier. Da drüben siehst du es. Alalala Landsarena, siehst du es. Ein riesiger Luftsack. Da haben sie so abgefüllt, die Privatisierer, die Kreisligen. Von der Alalala Lanz und den EC Bayern. Unser bayerische Luft. Da wollen sie es verkaufen, die Privatisierer, die Trägerten. Nach Brützeln die ganze Welt. Und die gute bayerische Luft. Komm her, jetzt sag dir was. Da sei hier. Haben so Depots angelegt. Depots für ganz gestingertes, dreckiges Gas. Das haben sie mit einem Schröder, haben sie es von Russland rüber gepumpt. Aber das brauche ich nicht. Ich brauche nicht so ein gestingertes Gas. Weil ich habe ein Edelgas. Das kann immer schnaufen, da sei hier. Einen bayerischen Helium-Edelstoff. Den schnaufe ich ein. Und dann sage ich dir, wo es die allerbeste bayerische Luft überhaupt gibt. Hör zu! Die beste bayerische Luft ist ein Garten. Den ganzen Hintern habe ich ein Tor. Ich habe die bayerische Luft am Ende. Da schau ich dir aber falsch. Ohne ich eine bayerische Luft, dann privatisiert die Luft. Ach, ich habe das Himmel, sonst wird mir auch nicht interessiert haben. Ich bin weiter in der Luft, hol ich das und guck mir das an. Ich komme zwar nicht hoch, ich bin weiter in der Luft. Bayerischen Minzen können etwas tun gegen die verreckte Luftprivatisierung von der gespinnerten Regierung in Brützel. Man muss die bayerische Luft einschnaufen. Und wenn man sie mal eingeschnauft hat, dann darf man sie nie wieder aufschnaufen. Und wenn, dann nur in diese speziellen Auffangsäcke in weiß-blauen Rautenmuster. Da sei ja. Einschnaufen, unsere gute Luft.